Hallo Freunde des Pedalierens. Ich begrüße euch zu meinem heutigen dritten Teil der Radroute rund um Berlin. Es ist jetzt der Teilabschnitt zwischen Erkner und zwischen Potsdam. Das ist der kleinste Teilabschnitt und ich muss gerade deshalb so lachen. Ich habe eben nochmal nachgelesen, diese Strecke gilt ja als Rennrad-Highlight. Ich habe offensichtlich den Fehler gemacht, hier auf den Radweg zu gehen. Den Fehler behebe ich jetzt. Und für ein Rennrad-Highlight war der Belag eben extrem uneben. Straße ist jetzt besser. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Ich bin immer sehr gespannt, was mir der Weg heute bringt. Ich habe euch ja einige Eindrücke eingespielt, die ich bei der Ausfahrt aus Erkner aufgenommen habe. Ich hatte ja Teil 1 und Teil 2 immer wieder meine Überraschungen dabei. Meist eben erst einmal eine Wegstrecke, die extrem gut für Rennräder geeignet war, so dass man den Gedanken hegen konnte, die Strecke ist extra für Rennräder konzipiert. Aber dann kamen dann mal wieder erschreckende Abschnitte, die da in dieses Bild gar nicht reingepasst haben. Naja, schauen wir mal, was heute für Überraschungen dabei sind. Ihr seid gerne eingeladen, kommt mit. Morgen. Hier wird offensichtlich vorbereitet, den Radweg zu überarbeiten. Die Stellen sind alle schon markiert, müssen jetzt nur noch bearbeitet werden. Da will ich herkommen und da muss ich lang. Und nicht da nach oben. Jägerbude heißt der Ort. Nach 6 Kilometern ist der Radweg immer noch nicht ausgeschildert. Ich bin gespannt, wann das wieder anfängt. Wir überqueren die Spree. So klein ist sie hier, Kreuzfahrt Berlin. Der Ort nennt sich Burig. Das ist jetzt sehr, sehr hübsch gemacht. Den Brunnen kann man vielleicht noch erkennen. Aber da hinten auf dem Baumstamm sitzt auch noch aus Holz geschnitzt ein Eulenpaar. Also, das ist echt niedlich, der Garten. Und er wird bewacht. Neu-Zittau. In Wernsdorf. Die Schleuse bei Wernsdorf war da gerade zu sehen und das ist ansonsten jetzt hier die Dahme. Das ist jetzt das erste Mal nach 14 Kilometern, dass das Logo von rund um Berlin überhaupt zu sehen ist. Ja, ansonsten hat man eben diese kleinen weißen Schilder mit grünen Pfeilen, die auf einen Radweg hinweisen. Das können aber alle möglichen Radwege sein. Und ich bin einen Teil parallel zum Spreeradweg gefahren. Ja, jetzt befinde ich mich natürlich auf dem Dahme-Radweg, weil ich ja jetzt auch zur Dahme übergewechselt bin. Ich bleibe jetzt mal absichtlich stehen, weil ja das Film im andauernden Wechsel von Licht und Schatten im Wald auch mit der GoPro 7 ja nun nicht so erfolgreich ist. Das macht ja auch alles nur Flatschen. Deshalb nun die Aufnahme aus dem Stehen. Also der Weg erinnert mich sehr stark an einen Weg, den ich kenne in Berlin, parallel zur Heiligen Seestraße, respektive dieser Weg in Richtung Tegelort. Also immer so diese Waldwege, die dann ein bisschen hoch, ein bisschen runter, ein bisschen seitwärts verschoben gehen, so dass das hier nicht langweilig wird. Man kommt trotzdem recht gut voran. Auf diese Art habe ich trotzdem auch schon wieder
50, 52 Höhenmeter gesammelt. Na, erkennt ihr diesen Blick wieder? Könnt ihr auch nicht. Als ich den Damenradweg gefahren bin, bin ich hier lang gekommen auf der anderen Straßenseite, habe genau diese Ansicht gefilmt und das war alles nur schwarz, außer ein ganz kleiner weißer Punkt von einem Schiff, was vorbeigefahren ist. Also insofern würde mich überraschen, wenn einer sagt, ja, ja, erkenne ich wieder. Ja, und das ist der Blick zur anderen Seite. Eichwalde ist erreicht. 9 Uhr, das zweite Frühstück war jetzt für mich fällig. Das habe ich jetzt hier in Eichwalde eingenommen. Eichwalde ist nun der Plan B für mich, weil ursprünglich hätte ich heute um 9 Uhr vielleicht mit Urs Reich, dem Trekkingradler, einen Kaffee trinken wollen, wenn meine Urlaubspläne geklappt hätten. Und vielleicht gestern Abend mit Rainer in Dornburg ein Bier getrunken. Aber gut, jetzt bin ich hier. Reisepläne musste ich auch streichen, genauso wie alle anderen auch. Und naja, Urlaub ist 14 Tage verschoben. Da geht es dann für mich auf die Tour Brandenburg. Heute Morgen, nicht falsch, gestern Abend habe ich gesehen, dass auch für Frankfurt Fahrrad die Tour Brandenburg der Plan B darstellt. Naja, drehen wir mal wieder die gleichen Sachen, nur zu unterschiedlichen Zeiten. Haben wir ja schon mal mit dem Mauerradweg gemacht. Gut, genug geheult. Der Weg geht weiter. 15 Uhr soll es regnen. 6 Stunden bis dahin, noch 75 Kilometer. Also ich muss wahrscheinlich, braucht es wohl, dass ich immer unter Zeitdruck fahre. Keine Ahnung. Ich erzeuge mir ja immer wieder selber. Gut, ab jetzt. Durch Zeuthen bin ich jetzt durch. Nun befinde ich mich in Wildau, kurz vor den Toren von Königs Wusterhausen. Die Strecke war 6 Kilometer Kopfsteinpflaster. War so einigermaßen zu fahren. Und jetzt kann ich mich wieder auf, kann ich wählen zwischen schlechtem Radweg oder guter Straße. Ihr seht, wie ich mich entschieden habe. Es geht jetzt nach Königs Wusterhausen. Königs Wusterhausen ist erreicht. Jetzt wieder so ein Stückchen weg vom Komoot, bitte rechts halten. Ich wusste aber, dass keine Spitzkehre kommen darf. Und mit der Rechtshalten war eigentlich nur gemeint, dass man hier so einen kleinen Schlenker zu fahren hat. Also das war wieder mal sowas von missverständlich. Aber ein Glück geklärt. Ja, was gibt es dem Weg zu sagen? Also ich bin jetzt auf der westlichen Seite der Dahme gefahren. Habe keinerlei Hinweise auf den Radweg gesehen. Habe die Strecke aber wirklich aus Komoot zu übertragen, also so wie Komoot für unter RUB rund um Berlin eben eingetragen war. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es die Strecke ist, weil auf der anderen Seite, auf der östlichen Seite der Dahme, hier in diesem Abschnitt zwischen, ja, was ist das, Königs Wusterhausen und was ist da drüber, Erkner, in Richtung Erkner hoch, der Weg ist erstmal kürzer und der fährt sich besser. Man fährt eben direkt an der Hauptstraße, aber hier ist es auch eine Landesstraße, also so ein großer Unterschied ist nicht. Es fährt sich wirklich besser. Gut, wir haben es 9.40 Uhr. Wenn um 15 Uhr der Regen kommt, habe ich noch ein bisschen Zeit. Aber jetzt komme ich gleich an die südliche Spitze von rund um Berlin und dann geht es Richtung Westen. Also dann beginnt die Gegenwindpassage. Der Wasserspeicher von Königs Wusterhausen. So, diesen Blick habe ich auch mal vor 25 Jahren genießen können, weil ich für ein paar Monate hier 100 Meter weiter gearbeitet habe. Jetzt hier am Ende der Bahnhofstraße habe ich also meinen Radweg wieder und ferner auch noch den Hofjagdweg. Hier hinter den Bäumen versteckt sich jetzt die Schleuse Königs Wusterhausen.
weil wir uns gerade parallel zum Nottekanal bewegen. Natürlich würden die Kanal kacken, so genau wie du. Ich weiß nicht, ob es bei euch in der Region auch üblich ist, dass ihr wildfremden Personen fragt, ob sie den Kanal kacken wollen. Königs Wusterhausen scheint da eben ein Schlag für sich zu sein. Jetzt unterqueren wir die Autobahn in Richtung Dresden und Cottbus. Der Nottekanal ist jetzt unter 3 Kilometer mein Begleiter. Jetzt wird die Strecke richtig schlecht. Eigentlich nur ein Abschnitt von 150 Metern. Jetzt bin ich 1,5 Kilometer weiter. Eine Änderung gab es jetzt. Es gab mal eine kleine Erhebung von 2 Meter vielleicht, die mal hochzufahren war. Und der Kanal hat einen leichten Knick nach rechts gemacht. Das ist also schon fast eine Sensation. Jetzt nach 5 Kilometern auf diesem Weg komme ich in Mittenwalde an. Hier werde ich denn diesen Kanal verlassen. Mittenwalde ist dann auch der südlichste Punkt der Tour. Ab jetzt geht es Richtung Westen auf Potsdam zu. Es sind keine 60 Kilometer mehr bis Potsdam. Geradezu ist jetzt der Pulverturm von Mittenwalde. Das müsste das Hotel am Waldschlösschen sein. Und die Straße ist es auch. Und so scheinen jetzt die Straßen hier zu sein auf den nächsten Kilometern. Ich sprach ja schon öfter mal davon, ich kann machen, was ich will. Platte kommt in meinen Touren irgendwie immer vor. Plattenwege habe ich immer wieder dabei. Übrigens, so sieht für mich das Rapsfeld durch meine gelbe Brille aus. Genial, oder? Also der Radweg, den möchte ich wieder nur vorsichtiger als Radweg bezeichnen. Wenn ich jetzt hier normal langfahren dürfte, dann würde ich lieber die Straße nehmen, die 200 Meter parallel führt, oder 250. Landschaftlich ist es kein Gewinn, weil es ist die gleiche. Aber die Qualität des Wegs lässt nach. Ich muss dann dauernd abbremsen, weil ich selbst ich da nicht mit meinem Fahrrad durchrammeln will. Ich manche Löcher hier und aufstehende Platten. Also, nee, macht nicht Spaß. Das scheint jetzt der Fahrradweg zu sein. Aber ist okay. So, die Futterkrippe Großmachno von Ina ist die. Einschließlich Kirche und diesem Gebäude, welches auch immer es ist. Ab Großmachno, Ortsausgang, erwartet einen dieser schöne Radweg. Leider parallel zur Straße. Aber schön ist er trotzdem zu fahren. Wie schade, das Vergnügen hat das bis 300 Meter angehalten. Jetzt muss ich links. Ausgeschildert links sogar. Mensch, ein Fortschritt. Bin ich wieder in Rangsdorf angekommen. Schon zwar 3 Kilometer dran, aber wenn es mal überhaupt 1 Kilometer war. Schöne Häuschen haben sie hier. Aber so ohne Seewald bisher jedenfalls. 11 Uhr und die Hälfte der Strecke geschafft. Da hoch muss ich eigentlich nicht. Aber theoretisch gibt es hier drunter eine Schicht mit Kopfsteinpflaster. Da ist auch so viel Sand drauf. Also ich bin sehr froh, hier nicht im Regen gerade lang zu fahren. Das muss sowas von rutschig sein, unglaublich. Die Tour wird angepasst.
So, jetzt sind wir doch mal direkt am Rangsdorfer See. Und ganz komisch ist, ich bin gerade so einen Sandweg gefahren. Hier geht der Radweg rund um Berlin lang. Und der richtig gute Weg, der ist gerade vorher abgebogen. Da war auch meine Tour draufgelegt. Und ja, jetzt bleibe ich mal bei den Zeichen. Mal gucken, was die zeigen. Jetzt rechts. Ja, das ist ja wirklich ausgeschildert. Großbären, 15,5 Kilometer. Weg 350 Meter. Also das ist der richtige Weg. Und das sieht jetzt auch schon wieder nach Radweg aus. Oder noch überhaupt nach befestigtem Weg. Jetzt sind wir in Jülsdorf, das ist die Kirche Jülsdorf. Schickes Gebäude. Und mein Radweg. Die dunkle Wand fängt sich an aufzubauen. Aber erst zu 15 Uhr ist Gewitter angesagt. Ich habe noch 30 Kilometer. Das sollte also zu schaffen sein. Dort nennt sich jetzt Blankenfelde. Immer noch auf Blankenfelde, nur mit anderem Weg jetzt. Das ist die Kirche in Blankenfelde. Dankeschön. Dankeschön. Ich erreiche jetzt Dienersdorf. Die ersten Regentropfen erreichen mich. Da sind noch 32, 33 Kilometer. Schade, fängt etwas zu früh an. Es ist jetzt gleich 3:12, also 11:45 Uhr. Hätten wir noch ein bisschen weitergehen können, ohne Regen. Schloss Dietersdorf ist morgen noch eine Runde mit ein paar Jungs. Ein Domizil. Von dem noch nicht so viel zu sehen ist. Bitte? Wissen Sie, wo die nächste Tankstelle ist? Jetzt hinüber. Und zwar über diesen Weg zur linken Seite. Ach, hier ist mal endlich wieder das Zeichen dran. Das hat auch schon fast 10 Kilometer war es wieder her. Nein, da komme ich ganz hin. Von Dietersdorf aus 5 Kilometer bis hierher war wieder kein Zeichen. Oh. Jetzt darf ich aus dem Wind drehen. Erstmal Richtung Neubären fahren. Oh, es ist anstrengend. Ich weiß nicht, ob ihr die Windräder gut erkennen könnt. Also ich fahre jetzt gerade quer zum Wind auf Berlin zu. Aber wenn ich nach Potsdam will, dann fahre ich in die Richtung. Also 65 Kilometer habe ich jetzt. Ich habe noch rund 29 Kilometer Gegenwindpassage, wenn es denn losgeht. Markgrafshof, 2 Kilometer. Mein Weg führt mich jetzt hier parallel zur Schnellstraße zwischen Potsdam und Flughafen Schönefeld auf Potsdam hinzu. Eine riesige Koppel, allerdings ohne Pferde. Jetzt um 12:30 habe ich noch nicht ganz 70 Kilometer, die ich jetzt gefahren bin, mal eine kleine Mittagspause gemacht. Da hatte ich noch mir ein süßes Teilchen besorgt, das habe ich noch gegessen. Sowie eine Banane, die auch
langsam Gebrauchsspuren zeigte vom Transport. Und ja, noch ein bisschen was Herzhaftes dazu. Der Plattenweg hat gar nicht so schlimm angefangen, aber mit zunehmender Dauer gewinnt er diese schlechte Qualität, die ich leidvoll gewöhnt bin. Mann, Mann! Die Heimsuchung von diesem Plattenweg hat 1,5 Kilometer etwa angedauert. Mal gucken, wie es denn jetzt weitergeht. Ach, Kopfsteinpflaster, gewonnen. Ich glaube, der Ort, in dem wir jetzt sind, müsste Schenkenhorst sein. Und das ist die dazugehörige Dorfkirche. Mal sehen, Sputendorf, noch nicht Schenkenhorst. Dann kommt es noch. Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr auf so einer Tour seid? Und ihr irgendwie überhaupt nicht in den Flow kommt. Also ich bin jetzt knapp 75 Kilometer gefahren und bin irgendwie immer noch nicht in der Tour drin und arbeite die regelrecht ab. Also dieses Genießen und die Gedanken fliegen und so, das stellt sich heute nicht ein. Und ja, ich weiß, dass ich Gegenwind fahre, das wusste ich vorher schon vorm Losfahren. Und trotzdem, also ich habe jetzt heute schon zweimal den Luftdruck kontrolliert, ob ich Luft verliere. Weil, also, ich zeige euch mal hier die Bäume. Die bewegen sich also kaum. Also ein paar Blättchen bewegen sich. Aber ich bin sowas von gebremst heute. Oh, also, die Strecke fällt heute schwer. Und ja, ursprünglich habe ich noch rumgesponnen, wie ich dann weiterfahren kann, um die 100 zu schaffen. Ich werde definitiv Potsdam in die Bahn steigen und keinen Meter mehr fahren, als ich muss. Irgendwie heute ist nicht mein Tag. Hey, offensichtlich hatte ich zu wenig getrunken, als ich die Strecke geplant habe. Also theoretisch wäre jetzt mein Weg nach rechts abgegangen, also in eurer Blickrichtung jetzt nach links. Aber die Ausschilderung, ja, die Ausschilderung ist aber so, dass es hier geradeaus weitergeht. Also die Ausschilderung ist hier gar nicht ausgewiesen in die Richtung. Aber in der Gegenrichtung, da ist zu sehen, dass die Tour Berlin von hier kommt. Also ich fahre jetzt hier lang. Eigentlich soll es hier da oben eine Burg Samund geben, aber die kenne ich nicht. Hier sind die Laternenmasten behäkelt. Noch 11 Kilometer, sagt meine App, bis nach Potsdam. 9 Kilometer steht für die Straße dran. Also ich befürchte mal, weil es hier auch eine direkte Einfallstraße ist, dass wir jetzt die uninteressantesten Teile des Weges überhaupt. Dann schaut mal, hier wird der Radweg verbreitert. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wegen der Straße ist. Nein, Radweg. Da queren wir den Argus-Zubringer. Richtig. Wir sind draußen runter von der Hauptstraße und fahren jetzt wieder den ausgebauten Radweg hier. Jeder für sich selber dann entscheiden, ob die letzten 1,5 Kilometer bzw. dieser raue Asphalt, der jetzt hier ist, der auch noch so schön bremst, das geringere Übel ist, gegenüber mal einer Viertelstunde auf dem glatten Asphalt direkt neben den ganzen Straßenlärm zu fahren. Ich bin vielleicht genug Berufsstädter. Also hätte ich gewusst, in welche Löcher ich hier reinfahre, wäre ich definitiv in der Hauptstraße geblieben. Langsam Zeit, auch ein gewisses Resümee zu ziehen. Also für die Tour liegt wahrscheinlich auch meine eigene Verfassung heute. Also das muss man das mit Vorbehalt betrachten. Die anderen Touren, beiden Touren waren schöner.
diese hier, das war mir ja zu viel gleich. Das fand ich nicht so abwechslungsreich, hat mich nicht ganz so gereizt. Was alle Touren gemeinsam haben, immer denn zum Ende hin, kamen denn die besonders bescheidenen Strecken. Das war jedes Mal blöd. Hätte ich lieber denn andersrum gehabt. Erstmal das schlecht weggearbeitet, um danach zu genießen. Also im Uhrzeigersinn würde ich das schon mal nicht mehr fahren, sondern dann entgegen Uhrzeigersinn. Und ich würde auch manche Streckenabschnitte weglassen. Also ein bisschen Wald fahren und Schotter fahren, ja, aber im Wald einen Zucker sonst schieben, solche Sachen würde ich weglassen. Es soll ja Wohlfühlen entstehen und nicht Ärger. Ja, das sind so die Sachen, die ich mal dazu sagen kann. Insgesamt auch, ob ich die Strecke empfehlen kann oder nicht. Oh, das ist jetzt schwer. Ja, also ich konnte bisher immer noch nicht feststellen, wer die Zielgruppe von rund um Berlin sein soll. Also ich denke mal, von den muss ich nochmal nachzählen, dann werde ich dann vielleicht hier noch einblenden. Von den 200 Kilometern her würde ich mal sagen, es sind die Rennrad-Junkies. Aber da sind die restlichen 100 Kilometer, die passen da nicht zu. Und andersrum, die Gravel-Junkies, die werden mit 100 Kilometer etwa bedient. Etwas weniger als 100. Da passen dann die restlichen 200 und Kilometer nicht zu. Die Reiseradler, naja, manche sind die reinen Rennradstrecken. Also die machen als Reiseradler auch nicht so viel Spaß. Hm. Also ich weiß nicht, wer da wirklich Adressat war für diese Planung. Was auch auffällt, Norden und Osten sind sehr gut ausgeschildert. Westen und Süden nicht so gut. Wobei ich feststelle, gerade jetzt hier im Süden, also meine Strecke, die ich mir anhand von Komoot rausgesucht habe, mit dem Weg, der in Komoot eingezeichnet ist, passt ja vielleicht zu zwei Dritteln zum tatsächlichen Weg. Das finde ich sehr wenig. Also da müsste ich auch noch mal gucken, ob ich da mich so verguckt habe oder ob das wirklich so schlecht ist. Naja, gut. Machen wir erstmal noch den letzten Kilometer. Vielleicht blende ich die auch einfach hier drüber, dass er nicht bloß meine Sicht sieht. Die Wolken kommen jetzt. Aber wir haben es jetzt kurz vor 14 Uhr. Also ich schaffe es noch vor 14 Uhr am Bahnhof zu sein. Fängt an. Ich bin am Hauptbahnhof angekommen und werde da gleich reingehen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Ja, und genießt ansonsten noch das Wochenende. Das ist lange. Kette rechts natürlich auch. Du bist an deinem Ziel angekommen. Bis bald. Ach ja, was ist es? Mein größter Wunsch nach der Tour? Ein sehr baldiger Friseurtermin, am liebsten heute. Aber habe ich nicht. Dumm gelaufen. Nee, dumm gewachsen.